Nein, da kommt Qualle, nein. Oh yeah. Ich habe letztens auch diesen Film American Hustle geguckt und da ist mir aufgefallen, wie krass das eigentlich ist. Christian Bale, der hat ja diese Rolle direkt nach Batman gespielt. Weil Batman ist ja so ein übelstes Tier und bei American Hustle ist er so ein Fettwanst. Also richtig fett, fett. Also so richtig fett, fett. Okay. Das war ein bisschen krank. Voll krass. Da hat er sich voll gestopft wie so eine Pute, ne? Das kann echt nicht gesund sein, ey. Ich glaube, ich würde das nicht machen wollen. Das muss auch alles wieder runter trainieren dann. Ja, Okay, der kriegt auch dementsprechend viel Geld dafür. so. Wenn man sich das so überlegt. Wie identisch wir einfach sind, ey. Das ist voll crazy. Und jetzt werden ja auch bald die Oscars verliehen, ne? Und da soll ja Leonardo DiCaprio endlich mal einen Oscar kriegen. Aber da gibt es ja diese Memes schon. Wenn Leonardo DiCaprio einen Oscar kriegt, dann wird das Internet explodieren. Das wird nicht passieren. Das war nur einfach ein Fake, weißt du? Die teasen das jetzt so an und dann kriegt er Das doch war keinen. dieses eine Vergleich da. Eminem macht einen Film, kriegt dafür einen Oscar. Leonardo DiCaprio hat auch keinen. Das ist echt ein bisschen heftig. Irgendwann schafft er das schon noch. Er macht ja in letzter Zeit ein paar gute Filme. Jo. Alle eigentlich. Obwohl ich der große Gatsby ein bisschen schnulzig fand. Ja, aber kein schlechter Film. Fand ich echt so ein bisschen. Habe ich mir anders vorgestellt, muss ich sagen. Ja, muss ich auch sagen. Trotzdem fand ich den ziemlich gut. Aber Wolf of Wall Street fand ich perfekt. Das habe ich noch nicht gesehen. Schande über dein Haupt. Tande. Schande über dein Haupt. Hallo, laufen hier irgendwelche Leute über die Wiesen? Guck, guck. Wo seid ihr? Papa ist auch. Stromberg hat jetzt auch einen Film, ne? Krass. Und der wurde ja per Kickstarter wurde er finanziert. Ich Wo fand bist du denn? Stromberg eh nie so witzig. Wo bist du denn? Da. Lauf einfach weiter, wir treffen uns schon. Stromberg ist der beste Mann. Ah, ich weiß nicht so richtig. Und das nie so explizit angeguckt. Ja, das ist so mit eine der wenigen Sendungen im deutschen Fernsehen, die noch was können. Das stimmt allerdings. Also von Ding her ist das natürlich echt noch mit das Beste. Es hat noch ein bisschen Niveau irgendwo, ne? Ich sehe nichts, was aussieht wie eine Polizeiwache. Das ist so eine Lego-Polizeistation. Ganz genau. Gleich neben der Lego Ghostbusters Station. Cool. Hast gekauft, ne? Habe ich gekauft. Ich habe auch das Simpsons Haus gekauft, das einfach mal 250 Euro kostet oder so. Ist doch nichts, Alter. Ein richtiger Fan, der kauft, wird das auch für 300 € kaufen. Ja, So wie ich eben. es immer noch bereue, dass ich diesen mechanisierenden Dinosaurier nicht gekauft habe. Ich hoffe, der wird jetzt hier stehen. Ich hoffe, der wird Meinst jetzt du, hier stehen, hier der war rumlaufen. Expert, meinst du? Ja. Ich hoffe, der wird jetzt hier rumlaufen in meinem Zimmer. Und kleine Kugeln kacken. Oh, nee, ey. Wie hohl einfach nur. Ein Dinosaurier als Haustier. Dinge, die die Welt nicht braucht. Dinge, die Welt braucht, sondern nicht weiß, dass es sie braucht. Der Ich Dinosaurier möchte ist aber einfach einen seiner Zeit lebensechten voraus. Dinosaurier. Ich möchte einen lebensgroßen T-Rex als Haustier haben. Irgendwann bestelle ich mit dem bei Amazon, wenn ich ganz reich bin. Der kostet immerhin nur 30.000 Euro. Das ist ein Schnäppchen. Habe in letzter Zeit auch angefangen, so ein bisschen ältere Filme zu gucken. Du scheinst So echt von viel Zeit zu 19. haben. Also nee, abends. So um Viertel nach acht denke ich mir so, boah, was machst du jetzt? Da bin ich mal so müde, dass ich dann nicht mehr zocken will. Ja. Also ich habe letztens noch Platoon geguckt, der ist auch ganz gut. Wie guckst du das? Auf DVD. Ach so. Blu-ray. Irgendwie hat Kevin mir gestern gesagt, dass alle Amazon Prime-Abonnenten jetzt irgendwie Lore-Filme umsonst kriegen, lebenslang. Schlecht. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich fände das ganz okay eigentlich. Ja, ist schon ein schlechter Film. Also als das 30 Tage kostenlos hat, hatte ich da auch schon mal reingeguckt.
Ja. Und sind zwar nicht die aktuellsten Filme, aber es ist halt eine Filmesammlung, ne? Wenn du zum Beispiel Bock hast, irgendwie was zu gucken, dann hast du halt auch was. Und besser als Fernsehen ist es allemal. Ich den einfach weggesnackt hat. Hinter dir aber, steht übrigens auch ein Zombie. Aua. Oh Gott, ich kann nicht schießen. Ich kann dir nicht helfen. Ich muss erstmal nachladen. Das Schlaggeräusch gehört. Ja, kannst du den wegmachen oder nicht? Ja, warte, ich hab Angst, dass wir nicht. Ah, ne. Ich mach den weg. Was ist er denn? Ich hab ihn schon weggemacht. Okay. Alter, da kommt noch einer. Okay, jetzt geht's hier wieder los. Jetzt wird's hier wieder brenzlig. Ich hab Angst. Jetzt haben, wenn wir jetzt keine Aufsehen erregt haben, dann weiß ich auch nicht. Wir legen es eigentlich schon wieder drauf an, ne? Wir müssen uns in irgendein Haus gerade mal verziehen. Wir nehmen quasi schon die Kugel und stecken die uns im Kopf. Wir haben noch einen Helm auf. Na gut, das wird dann nichts. Hier gehen wir in Deckung. Ich muss mal gerade meine Mosin nachladen. Gehen wir in dieses Herrenhaus hier. Herrenhaus. Herrenhaus. Herrenhall, genau. Finde ich ein bisschen scheiße, dass man die mit R nachladen kann. Pass auf. Oh, Herren halt. Die Herren! Du musst sie abwehren, Pascal. Ich bin noch beim Reloaden. Glaube an die Axt meines Großvaters. An das Herz deiner Axt. Das so ranklebt. Okay. Ich bin wieder voll geloadet. Rick Grimes ist wieder am Start. Siehst du schon die ganzen Polizeiwachen, Pascal? Ja. Nee, weil ich finde, bei früheren Filmen, finde ich, die sind irgendwie viel cooler gemacht. Das ist nicht so viel Computer, künstlich, technisch Scheiß. Weil heute momentan ist alles immer nur darauf viel, getrimmt, GCI. Dass das alles GCI. Oder CGI. CGI, GCI, keine Ahnung. Das ist alles darauf getrimmt, dass alles immer nur noch gut und besser aussieht, aber so schauspielerische Künste oder so, das gibt es alles fast gar nicht mehr. Außer bei DiCaprio. Ja, aber es gibt so viele Filme, die einfach nur noch gut aussehen müssen. Und früher, da sind die Schauspieler noch richtig abgegangen, Alter. Da gab es 10, dann 3 Minuten ohne Schnitt und dann gab es so richtig ausgerastet. Nicht ausgerastet. Da kommt übrigens ein Zombie durch die Wand gleich geglitscht, glaube ich. Warte. Oh, ich bin selber durch die Wand geglitscht. Da ist er! Gib ihn! Oh, das ist, richtig gut, dass wir das hier drin machen. Ja, du hast mir voll vor die Futen gehauen, ey. Warte, ich zeig dir weg. Da kommt schon wieder der nächste. Ne, der verläuft. Ich hab ihn weggesnackt. Jetzt liegt er hier drin. Der Revolver ist irgendwie nicht so präzise, wie ich das gehen hätte. Genau, jetzt weiter zur Militärbasis. Ja, dachte ich mir auch. Wenn wir da den keinen treffen, dann weiß ich auch nicht. Dann gebe ich mir halt selber die Kugel. Tanzen gerade in Elektro. Bester hier, Ort zum hier Tanzen. Lang, oder? Ja. Schon recht. Hinter uns ist schon wieder ein Zombie. Schon recht. Nice. Was? Köstlich. Ich muss noch ein paar Revolver-Munition verschießen. Ich habe fast so viel davon. Ich dachte eben, da wäre ein Zombie. Da, wo das Haus, wo sie das weggemacht haben, da hätten sie eine Polizeistation hinstellen sollen. Aus Trost, weißt du? So am Rand, das ist ja die beste Polizeistation aller Zeiten. Ja. Am Rand einer Stadt ist immer eine Polizeistation. Immer gut. Da sind da ganz viele Waffen drin, so Ryback und Schrotflinten. Ja, komplett vollgestopft das Haus. Und ein Helikopter natürlich. Ja. Ja. Polizeitrucks. Letztens habe ich auch so ein Vergleichbild gesehen. Da war so ein Bild von Ellie und Joel. Und dann war das 20 Jahre später oder so. Und dann war ja dieser komische Typ von Left 4 Dead. Von Left 4 Dead und Zoe. Ja, das ist aber echt irgendwie. Kann man sich fast so denken. Das ist aber auch schon älter, habe ich irgendwann mal gesehen. Ich hoffe, du hast Georg schon die Costa Cordalis-Frisur aufgesetzt. Nein, wann soll ich das denn gemacht haben, ey? Das wird noch ein Contest, Alter. Ich erwarte das noch.
Ja, natürlich, aber ich brauche erstmal die richtige Grundlage für die Frisur. Du hast mir noch nichts geliefert. Kann man gerade gucken, während wir hier gerade rennen. Um richtig unaufmerksam gerade zu sein. Ja, richtig gut, ey. Wir laufen hier bei der Militärbasis rum, aber du guckst erstmal. Nee, wir sind ja gleich da. Dann natürlich nicht. Ich bin ja höchst professionell. Professionell, Junge. Ja, das ist ja nicht mein Problem, wenn du weggesnackt wirst, ne? Eigentlich ist es schon mein Problem, weil dann lauf ich hier alleine rum, aber. Ne? Weiß schon. Mandeln. Ich brauche einen Scope. Genau das fehlt mir noch. Wir brauchen Fischerhute und Scopes. Du hast auch, glaube ich, auch noch kein Visier, oder? Nee. Leider das nicht. Geht gar nicht. Das geht gar nicht. Kannst du mal sehen, ey. Wir sind total scheiße ausgerüstet. Da noch alles fehlt. Hä? Wo bist denn hin? Hä? Noch mal die Wiese gerannt. Nee, ich bin aber mitten auf der Wiese. So. Rechts von mir ist so eine kleine Steinmauer. Ich bin den Berg hoch und hab ich dich. Ah, da bist du. Ich bin hinter dir. Hä? Okay. Wie auch immer du da wiederum hinkommst, ach, keine Ahnung. Alter, die Steintexturen sind die neu? Hab ich irgendwo gelesen, dass Steintexturen neu sind. Können die das sein? Keine Ahnung. Sehen trotzdem scheiße aus. Go, go, go! Das müsste alles auf CryEngine 3 basieren. Also eins kann ich dir schon mal schicken. Eins habe ich dir schon mal geschickt. Schick, schick, schick it. Mein Handy sagt mir. Und ich sage. Jo. Hä, was ist denn das für eine Stadt? Das ist doch die Stadt neben dem. Ach hier, vorne. Wir sind in die Richtung. Dann wäre wohl zu weit westlich gerannt, wa? Ja, nein. Zu weit nördlich wohl eher. Kommt direkt über die Wiese, was natürlich nicht so geil ist. Auf die Wiesen. Kommt direkt auf die Wiesen. Ich habe echt Sorge, ey, wenn ich überlege, was letztes Mal passiert ist. Was war denn letztes Mal? Letztes Mal waren hier 30.000 Leute. Ja, da waren wir aber zwischenzeitlich waren wir immer mal wieder hier und da war wieder nix. Einmal danach waren wir noch. Es war so, dass wir hier waren, dann waren hier 1.000 Leute, dann waren wir beim Airfield, dann waren wir wieder hier. Dann war hier nichts. Das eine Mal war echt krass, ey. Das hätten wir noch weiter ausreizen müssen. Aber man muss wissen, wann man gehen muss. Ey, ich weiß das nicht. Ich kann einfach komplett gleich aussehen. Ich hab du hast eine andere Hose. Ja, Quatsch, Alter, ich hab coole Schuhe. Ja, meine Schuhe sind schwarz. Viel geiler als deine. Meine Schuhe sind aber passend zu meiner Kleidung. Bullshit. Bullshit, Junge! Boah, steht ja nicht irgendwo ein Baum, wo man ein bisschen. Yeah. Ja, dieser große Baum da vorne. Ja, da gehe ich immer hin, wenn ich hier hingehe. Google da, ja, ich glaube, da waren wir schon 10 Mal. Ja. Wir haben immer dieselbe Strategie. Aber die funktioniert halt. Was sollen ja, wir machen? Wir spielen eigentlich gar kein Daisy mehr. Wir schneiden das ja immer nur. Das ist immer dasselbe Video. Ja. Da setzt immer nur so ein bisschen Gelaber drunter. Look, run. One of the mine is here. Hätte ich jetzt einen Scope, würde ich da reinscopen, ne? Aber es geht mal irgendwie nicht. Das sieht gerade voll krass aus, wie wir hier sitzen, ey. Mal hier, Alter, muss ich den First Person, muss ich mir angucken. Krass ich hier. Wie krass nosthaft du hier so rumsitzt. Ich muss meine Waffe wegpacken. Oh, wie geil, krass du einfach bist. Hier. So, ne? So krass ist nicht. Geil, mach mal Thumbs up mit F7. Sehr schön. Warte mal, wie krieg ich meine Waffe zurück? So. Dann rocken wir das Ding mal, wa? Sieht doch sehr still aus, möchte ich sagen. Guck doch mal über die Wiesen, ob sich da irgendwas annähert. Ich sehe da so nix.
Nur Harrenhall sehe ich. Pascal, du musst geduckt gehen. Doch an den Harren herbeigezogen. Wie ätzend. Nee, also so wenig los ist hier ja nun nicht. Der Admin ist drauf. Ja. Wirklich der Admin? Keine Ahnung, der ist Admin. Man darf sich doch gar nicht Admin nennen. Wird man gebannt. Das war bei Mods zumindest nicht so, aber ich weiß nicht, ob das hier so ist, so, ne? Boah, Alter, dein Stuhl hat sich gerade angehört wie ein Schuss. Ohne Witz? Alter. Sehr gut, ja, das ist richtig. Dass du überhaupt meinen Stuhl hörst, das wundert mich auch. Ich bewege meinen Arsch und du hörst es. Alter. Ja, aber nicht durchs Mikrofon. Verstehe. Da zittern deine Spinnensinne sofort, wenn mein Arsch dich bewegt oder was. Nee, alles clean. So, komm, gar nicht geguckt, den neuen Spider-Man, ne? Stimmt, den könnte man sich ja nicht echt mal geben. Kommt jetzt auch dieses Jahr auch der zweite Teil raus. Wo irgendwie 50.000 Bösewichte drin sind. Bösewichte. Bösewichte. Der grüne Kobold ist da drin, dann Reno, Elektro. Das grüne Reno, Elektro Reno. Und das grüne Reno. Das ist einfach der grüne Kobold mit so einem Horn. Ja, klar. Der grüne Kobold, der so ein Reno-Kostüm anhat. Und Rino ist halt der behinderte Gegner. Hallo? Der ist genauso behindert wie Bane. Ey, das ist diese Tür jedes Mal, ne? Ich hasse das. Da hin und dann. Ah. Wo macht man das? Das ist übrigens ein Sorry. Kümmerst du dich drum? Gut gemacht. Okay. Mit dem Spinner. Was kann ich? Du hast alle Waffen durchgeladen. Sneaky Pascal, ja, hab ich. Wir gehen jetzt hier rein. Ja. Ich sehe ja nichts. Werf da mal einen Blick rein. Da stehen noch Schuhe. Schwarze Schuhe. Die Tür offen? Nee, die ist zu. Geh mal hier rein. Die erste Militärbarke. Geh jetzt direkt ins Hauptquartier hier quasi. Ja. Die Tür vorne ist auch noch zu. Hier ist die Tür auch noch zu. Ich glaube, das ist Weihnachten hier. Weihnachten. Hab ich für Boots? Auch Military Boots? Die Jungle Boots habe ich nur, das ist ja scheiße. Sag ich ja. Die Military Boots will ich sofort haben. Alter, die sind voll cool. Hier ist ein großer Rucksack. Was ist das? Flasche. The Day of the Beast, ich verstehe. Hier liegt eine Banane mit Munition drin. Das ist eine Banone, glaube ich. Alter. Was ist denn hier? New Zealand Barrett habe ich gefunden. Also die Waffe. Gibt es ja schon länger. Ja, die Waffe. Genau. Aha. Hä? Summer Hunter Pants. Sehr gut. Erstmal umräumen. Die ich auch habe, oder was? Ich glaube, die hast du auch. Auf jeden Fall sind das so Kaki-Hosen. Kaka-Hosen sind das. Ich wusste, dass das kommt, deswegen habe ich es auch nicht gesagt. Deswegen hast du dir gedacht, das verkneifst du dir jetzt einfach mal, ne? Oh, hier liegt eine FX 45. Die hier Winter Hunter Pants sind hier. Ah, gut, die sind nicht ideal, aber die sind immer noch cooler als die Hose, die ich hatte. Green Cargo Pants sind hier. Ja, wie viel Plätze? Aber die sind ja nur 6. grün, ne? Ja. Bisschen weiter an unserem Stealth.
Level 1.